Feuer! Feuer! Ja, ach was, ist doch gut. Irgendeiner, also zwei Leute kommen auf dich zu, sie sehen ja aus wie Bauern oder wie ziemlich ärmliche Stadtbevölkerung. Sie drücken dir zwei Fackeln in die Hand. Da hast du Feuer. Ja, und jetzt zünde irgendwas an. Was? Bist du dumm oder was? Wenn die Hä? ganze Stadt hier anfängt zu brennen. Was? Nein, nicht die ganze Stadt. Geht nur um den Turm. Ich soll deine Feuer! Das wirft die Fackeln hin. Wir brauchen Wasser! Männer, holt Wasser! Was auch immer. Was? Ihr könnt sehen, wie Wascher da sitzt. Er sitzt im Staub, hat wohl gerade eine Person unter einem Schreibtisch geborsten, hervorgeholt und kümmert sich gerade um die Beine. Was macht Wascher denn bei diesem wütenden Mob? Washa Jida, ich laufe mal darauf zu und hey, und schau erstmal, was sie da macht, beziehungsweise helfe ihr da, wenn ich sehe, dass sie sich um so einen Verletzten kümmert. Was ist denn hier los? Venditti an der Seite, ja. Die sind nicht mehr aufzuhalten gewesen. Ich konnte gerade noch unsere Mitseeleute davon abhalten, dort mitzugehen. Die wollen einen Turm abfackeln, Ja, das der sehe höher ich. ist als der Ingrim-Tempel. Was Das ist soll der eine verrückte Quatsch? Stadt hier. Das haben sie jetzt geschafft, aber wenn nichts passiert, dann brennt gleich die ganze Stadt. Die glauben, dass es was damit zu tun hat, dass kein Gebäude größer sein darf als der Ingrim-Tempel, da sonst die Stadt in den Fluten des Meeres untergeht oder so. Ach, diese Idioten. Aus dem Kontor kommen gerade zwei Leute, klopfen sich lachend auf die Schultern, sind rußgeschwärzt, haben irgendwie sich Holzbalken rausgerissen und laufen damit jetzt gerade an euch vorbei. Und sie sagen uns, das Brennmaterial ist knapp. Sind da noch Leute drin? Quatsch ich mal diese beiden an. Was? Ja, auf verschiedenen Stockwerken. Wir plündern gerade. Nimm dir schnell was. Noch ist Ah, Essen ihr drin. Idioten. Du kannst sehen, wie wohl mehrere Mehlsäcke aufgerissen sind, Salzsäcke, ein Fass mit Meskines wird gerade nach draußen gebracht. Also, da wird gerade geplündert. Ich werf mal meinen Mantel weg, da drin wird's warm sein und halt mir so irgendwie Ärmel oder Kragen oder sowas vor die Nase und gehe da mal rein und gucke, ob es da auch noch Leute gibt, die nicht plündern, sondern irgendwie nicht mehr rauskommen. Ja, im ersten Stock nicht. Das Gebäude hat aber viele, viele Stockwerke. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele. Viele. Und du musst Treppen hochrennen. Würfel mal Athletik. Und dann schauen wir mal, wie das mit deiner Ausdauer in einem brennenden Gebäude aussieht. An dir vorbeilaufen zumindest noch eine ganze Menge Plünderer. Die werden noch schneller Ansonsten sein als ich, ja. würfelt gerne mal auf Nachteile, wenn ihr welche habt. Also Selbstbeherrschung abgezogen mit Nachteilen. Sowas wie Gerechtigkeitswahn oder Hass gegen Feuer, so eine Dinger, und dann überlegt euch, was ihr da macht. Brindijan kann überlegen, ob er auch noch irgendwelche Nachteile hat. Wir schauen mal, was Yala tut. Der sitzt gerade Myria neben sich im gleichen Zimmer. Die hat sich gerade so ein schönes Buch geholt, hat sich langsam ausgezogen, sitzt da jetzt im Nachthemd im Bett und fängt gerade noch mit so einer kleinen Nachttischlampe an zu lesen. Ein gutes Buch. Ach, es ist muschelig warm, angenehm. Ja, ich muss leider der Sack sein. Nach Möglichkeit hätte ich das gar nicht erst entstehen lassen, sondern Myria direkt aufgescheucht, denn sie hat Ja. einen Botengang zu erledigen. Okay, sie hat einen Bodengang. Ja, sie zieht sich wieder die Schuhe an. Was soll ich denn für euch erledigen, Herr? Seh zu, dass du zurück zum Schiff kommst. Unter der Hängematte von der Fardarios liegt ein Paket mit Kleidung. Das werden wir brauchen. Ich möchte das lieber früher als später hier haben. Nochmal über das schwarze Eis, jetzt in der Dunkelheit. Ja. Na gut. Je weniger Leute dich sehen, desto besser. Ich habe ziemlich fiese Geschichten gehört von. Vom schwarzen Eis, also von Frieda zum Blütenfeld. Also Zum Beispiel. scharfkantig und einbrechend und dass es halt aufspießt und so. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Ihr könnt mich ja nicht alleine gehen lassen. Dann solltet ihr vielleicht mitkommen, oder? Ihr müsst mir den Weg zeigen. Also ich meine, wenn ich nachts in der Kälte raus muss, dann müsst ihr das ja auch, oder? Meinetwegen, dann gehen wir halt beide. Und wenn das ein lauer Abendspaziergang wird.
Na gut, seh dich an, wir wollen los. Ja, ungefähr 10 Minuten später für dich die gleiche Szene. Du siehst natürlich auch das lodernde Feuer. Hechtest höchstwahrscheinlich auch über die Brückenstiege zur Marktstraße und kannst gerade erkennen, oh mein Gott, was macht denn deine Mannschaft da? Du hattest die Evadaios und Brindigian hatten sich ja abgemeldet, aber warum rennt Brindigian jetzt zusammen mit den Plünderern in das Haus hinein? Du kannst sehen, wie Vascha und Evadaios da, naja, neben einem Mann stehen. Neben Evadaios liegen gerade noch ein paar Fackeln. Will der jetzt auch was anzünden? Was ist denn in die Leute gefahren? Also ich werde wahrscheinlich immer noch mit Heilkunde Wunden beschäftigt sein, weil das geht ja nicht so schnell. Also ich hocke da wahrscheinlich und verarzte gerade irgendwen. Ja, neben Evadaios liegen ja. 3-4 Fackeln. Also warte, Evadaios ist schon losgelaufen, um die Stadtwache oder zu verständigen und Wasser herbeizuschaffen. Gut, wenn Evadaios fort ist, rennt ja dann auf den einzigen zu, den er noch sehen kann, das wäre dann Vascha. Kommt dann einen halben Meter vorher zu stehen. Vascha, was in Poyas Namen geht hier vor sich? Das ist ein wütender Mob und sie waren der Meinung, dieser Turm dürfte nicht höher sein als Ingem-Tempel und deswegen wollten sie ihn abfackeln. Und warum steht ihr und die Mannschaft mittendrin? Ich habe die Mannschaft davon abgehalten. Ich guck ihn fragend an. Ich gucke mich mal um, ist meine Mannschaft überhaupt noch irgendwo hier? Ja, also die stehen irgendwie auf deiner Straßenseite mit verschränkten Armen, nickend, zustimmend. Also ich habe sie zu den Nutten geschickt und ich habe sie davon abgehalten, dort mitzurennen. Sonst wären jetzt 4 unserer Leute mindestens dabei, dieses Ding mit abzufackeln und sich an den Sachen zu begehen. Und warum rennt Berendigian gerade mit den Plündern in das Haus? Das Plünderer? Weiß ich nicht. Ich verärzte hier gerade einen Verletzten. Um Himmels Willen. Ich wende mich zu der Mannschaft. Ihr da, seht zu, dass ihr Wasser herbeischafft. Los! Eimerkette? Die nicken dir zu. Ja, natürlich, Eimerkette! Du sollst nicht drauf pinkeln! Ja, die Leute rennen los. 4 Leute. Ja. 4 Leute. Sollen sie sich andere suchen? Evadaios wird das schon packen. Evadaios würfelt jetzt erstmal eine Gassenwissenprobe. Und naja, du bist wütend, du bist aufgebracht. Gassenwissen erschwert um deine Nachteile. Weil da brennt's gerade und du läufst jetzt ziemlich sinnlos hin und her. Ich möchte aber gar keine gezielten Straßen nehmen, sondern einfach gen Süden, weil ich weiß, dass dort der Hafen ist und die Wache. Ja, du hast ein bisschen die Orientierung verloren. Wo seid ihr langgegangen? Süden, Norden, innerer Kompass? Das können wir doch mit einem Orientierungswurf prüfen. Ja, Orientierung erschwert um deine Nachteile. Alles klar. Also Prinzipientreue und ja, du läufst planlos in den Gassen hin und her und es brennt, du drehst dich immer wieder um, du riechst diesen Brandgeruch, du hast Ingrim dafür, dass er diesen Turm angezündet hat, dass er diese Stadt nicht anders beschützen kann, dass Effert so weit weg ist. Effert, das Wasser ist direkt vor dir, neben dir, hinter dir, du weißt nicht genau, wo du bist, du musst irgendwas tun. Du hast nicht genug Wasser, du würdest diese Stadt gerne ertränken. Alles ist kalt, alles ist heiß. Du riechst diesen Brandgeruch und du wirst wütend. Erschwert um Prinzipientreue und dein Gerechtigkeitswahn? Prinzipientreue ist doch nicht, dass ich Ingrim hasse. Ingrim ist auch einer von 12. Du hast Feuer. Dein Feindbild ist Feuer. Das ist, guck mal nach, ich hab dir das extra zitiert, Wege der Götter. Das absolute Feindbild, was du hast, Feuer. Und das ist in deiner Prinzipientreue gebündelt. Also nicht. Und das erschwert es mir jetzt, Feuer zu löschen? Nein, aber einfach umherzurennen und jetzt nicht selbst irgendetwas zu tun, sondern planvoll zu handeln. Du kannst gerade nicht planvoll handeln. Also, du rennst hin und her und weißt nicht genau, wo man Stadtwachen findet, wo das Wasser ist. Du siehst zwar diese hohen Mauern, aber naja, hinter den Mauern kann man sich auch nicht orientieren, weil irgendwo sind halt Eingänge zum Hafen und irgendwo nicht. Ja, das sind deine Nachteile. Da kann man nicht wirklich sinnvoll handeln. Ist eben so. Brindigian läuft nach oben. Brindigian, überall ist Rauch. Du verlierst erstmal 1 W6 Ausdauerpunkte. Kein Schaden, es ist nur Ausdauerpunkte, die du verlierst.
erster Stock, zweiter Stock, an dir weiteren weitere Plünderer vorbei. Du kannst sehen, wie hier wohl ein Kontormann, ein Arbeiter vom Kontor. Ist das ein Bauarbeiter? Das ist ein einfacher Bauarbeiter, der hier wohl die Baugerüste da oben gezogen hat. Liegt hier irgendwie niedergeschlagen mit Platzwunde am Kopf. Zweiter Stock. Ja, zu dem gehe ich direkt hin. Also brennt es hier schon oder wie weit ist denn hier das Feuer verbreitet so generell? Hier unten raucht es gerade nur. Also es brennt weiter oben. Die obersten Stockwerke, die waren wohl wichtiger. Okay, ja, dann gehe ich zu diesem Bauarbeiter erstmal hin und versuche den irgendwie so auf die Schnelle mal ein bisschen wach zu kriegen. Irgendwie so klatsche links, klatsche rechts. Bruder, Schwester, aufwachen! Nicht schlagen, ich tu nichts. Hält sich seine Wange, sein Gesicht, die blutende Wunde am Kopf. Ich arbeite hier nur. Ja, jetzt mach, dass du hier rauskommst. Da ist die Treppe. Wenn ich sehe, dass er sich so ansatzweise in die Richtung begibt, dann laufe ich wieder einen Stockwerk höher. Okay. Ja, du siehst gerade, wie ein kleiner Zwerg mit einer Fackel hin und her läuft und gerade Dinge ansteckt. Schnapp dir eine Fackel, Mann. Schnapp dir eine Fackel. Hör auf damit, du Idiot. Du steckst die ganze Stadt an. Nein, wir retten die Stadt. Das heilige Feuer wird uns retten. Dieser Turm muss brennen. Angrosch beschützt uns. So ein Unsinn. Gib mir die Fackel und lauf raus hier. Nein, wir müssen höher. Ah, Idiot, dann mach weiter. Dann laufe ich höher. Ja, nächster Stock. Hier kannst du erkennen, wie wohl auch die Fensterscheibe geborsten ist. Ist er hier rausgesprungen oder rausgeworfen worden? Als brennende Fackel, ja, noch weiter höher kannst du nicht, denn hier brennt alles lichterloh. Also der fünfte Stock und alles, was höher ist, das ist mittlerweile so sehr Flammen erfasst. Hier würde nur noch sowas wie ein Wasserelementar oder ein Ferdi oder sowas helfen. Habe ich leider beides gar nicht bei mir. Aber ist denn hier irgendwas noch? Ja, höre ich irgendwas? Irgendjemanden, der hier vielleicht noch Hilfe braucht? Oder? Nee, also neben den... Also die Leiche, die liegt draußen. Das war vielleicht der Besitzer, weißt du nicht genau. Der Bauarbeiter, den hast du aus dem zweiten Stock gerettet. Der ist auch raus und alles andere ist irgendwie dann nur noch Brandstifter und Plünderer. Du verlierst okay. Irgendwie 6 Ausdauerpunkte. Ja, also wenn ich hier nichts mehr sehe, was irgendwie Hilfe braucht, dann die Plünderer, gegen die kann ich jetzt sowieso nichts machen, auch wenn ich die jetzt alle umhaue oder sowas, dann gehe ich wieder runter. Okay. Ja, von unten kommt dir ein gewisser Ritter entgegengepoltert. Ja, Aladdin, hier, du kannst ja nichts mehr machen. Wenn dich hier an, und nach dir suche ich. Warum rennst du denn mit den Plünderern in das Haus? Ja, vielleicht sind hier noch Leute drin, die Hilfe brauchen. Ja, um Himmels Willen, dann kannst du doch nicht mit dem Sommerhaufen hier reinrennen. Wie soll man euch denn auseinanderhalten? Soll ich warten, bis die Hütte hier abgefackelt ist? 1-6 ja! Ausdauerverlust. Und dann... Erstmal raus hier! Andi rennt euch der Zwerg lauf vorbei. Der ist natürlich ein bisschen kleiner als ihr und hat dementsprechend nicht so viel Probleme mit der Atemluft. Er lacht doch dabei und schwenkt mit seiner Fackel. Also, er hat die Fackel noch in der Hand? Ja, klar. Und er muss ihn am Kragen packen. Okay. Ja, Raufenattacke. Sekunde. Wie kannst du es sagen? Ich bin Maukel, Sohn des Tabuk. Mir egal, wer du bist. Warum rennst du hier mit einer Fackel rum? Du kommst jetzt erstmal mit raus. Also, ihn am einen Kragen und Brindisian vermutlich an der Schulter gezogen, damit er schneller läuft. An der anderen Hand. Geht es erstmal hinaus auf die Straße. Gut. Wascher hat mittlerweile das Bein so gerichtet, dass es nicht mehr sprühend blutet. Die Knochen sind zwar gebrochen, aber geschieht mittlerweile, also das sollte erstmal halten für den Abend. Wie sieht's dem anderen? Da waren ja 2, hast du gesagt? Ja, dem anderen wurde auch irgendwie geholfen, höchstwahrscheinlich von... ja, Ugdan läuft gerade an dir vorbei, zwinkert dir mal zu und kümmert sich dann um ihn, wo auch immer Ugdan herkommt. Wo bist du gewesen? Signora, ich habe nur etwas mich vergnügt, nicht wahr? Mhm. Glaube ich ihm das? Ja, Menschenkenntnisprobe. Schau mal nach, ob du ihm glaubst. Oder ob du weißt, ob er lügt. Du bist dir nicht ganz sicher? Könnte stimmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ja? Bisschen nicht ganz sicher. Ich beug mir mal vor zu ihm. Guck da.
Sag mir nicht, dass du was damit zu tun hast, diese Leute hier aufzuwiegeln. Ja, Signora, ich bin ein angesehener Alanfaner. Ich würde niemals einen Haushalt stecken, nicht wahr? Ich bin doch kein Torwaler. Signora. Aber du kannst Leute um den Finger wickeln. Ja, Signora, ich kann eine ganze Menge um den Finger wickeln. Sogar dich. Aber ich glaube, wir sollten diesen Flirt auf später verschieben, nicht wahr, Signora? Ich muss mich irgendwie kümmern. Eine arme Seele, die gerettet werden muss, ja? Sei einfach still. Guck dir nochmal an, so, ah, du hast mich bekloppt. Und dann steh ich auf und ja, dann kümmere dich um ihn. Ich geh mal zu den anderen. Die anderen kommen gerade verrußt und hustend aus dem Haus gestolpert. Sind da noch Leute drin? Keine Ahnung, bringt die schon? Niemand mehr, der Hilfe braucht, noch Brandstifter. Hm. Soll er Feuer holen, mir egal. Ja, oh, jetzt Ephadaios läuft gerade durch die Gassen und plötzlich kannst du sehen, wie vier von euren Seemännern an dir vorbeilaufen. Sie haben einen Eimer in der Hand und, naja, eine Eimerkette ist das nicht. Ein Eimer in der Hand, wo auch immer man andere herbekommt. Ernan schaut dich an, bleibt stehen. Drückt dir den Eimer in die Hand. Hier, euer Gnaden, tut mir leid, ich weiß nicht, wo der hin soll. Zum Feuer natürlich, Mann. Ja, aber hier. Holt mehr. Dort, wo es hell ist, dort ist das Feuer. Ja, er nimmt sich so sein Sack, den er anhat, so warme Kleidung und greift so an den unteren Teil, so dass man da Dinge mit transportieren könnte. Ja, also du kennst das, wenn man da irgendwie viele schwere Sachen hat, ne? Greift man einmal an seinen Bauch und tut da Dinge rein, aber das zum Wasserschippen, naja, damit Wasserschippen, das geht natürlich nicht. Ja, ich habe keine Eimer, ja. Wie, hast du da Plündergut unter deinem Alter? Nein, aber also ich kann da kein Wasser mit transportieren. Du rennst jetzt durch die Straßen, rufst, dass es Feuer gibt und dann wird hier schon jemand auf die Straße kommen und dir einen Eimer geben. Ja, er stellt sich an die nächste Tür und klopft an der Tür an. Feuer! Feuer! Ja, Ephadaios kommt mit einem Eimer angerannt. Würfel mal eine Athletikprobe. Geht nicht so sehr darum, dass du stolperst oder nicht stolperst, sondern eher, ob das Wasser dann ankommt. Ja, und das Wasser schwappt aus dem Eimer nach links, nach rechts und als du dann wieder an der Marktstraße stehst, ist der Eimer einmal halb geleert oder halb gefüllt. Je nachdem, ob man Optimist oder Pessimist ist. Scheiße, Mann! Das reicht doch! Wir müssen aufpassen, dass hier die anderen Häuser kein Feuer fangen. Ja. Mann! Wo sind denn die Seemänner hin? Die haben dir doch gerade Wasser holen geschickt. Ja, die hatten nur den einen Eimer. Wie ein... Scheiße, Mann. Wir hatten hier dieses Feuer gelegt. Ich schüttel mal den immer noch gepackten Zwerg. Ja, Kurzer. Weißt du da zufällig was? Lass mich los, Mann! Ich lass dich los, wenn ich entscheide, dich loszulassen. War das der Kleine hier, oder was? Er tritt dir auf die Füße. Keine Ahnung, er hat eine Fackel in der Hand. Alter, pass auf, wenn du trittst. Tja, was machst du mit dem halb vollen, halb geleerten Eimer? Ist hier noch irgendeine Person, die brennt? Nee, nur noch die Leiche, die vor dir schwelt. Also, du kannst sehen, wie wohl der Kopf auf das Pflaster geknallt ist. Von dem Schädel ist nicht mehr wirklich viel zu erkennen. Du kannst sehen, wie sich wohl diese Gehirnflüssigkeit ausgebreitet hat. Leicht verdunstet auch schon durch die Hitze der Flammen und die schwelt nur noch. Also, derjenige, der darunter gestürzt ist, der ist hoffnungslos verloren. Den muss man nicht mehr löschen. Dijan jetzt noch im Haus oder vor dem Haus? Dijan ist mit Jala nach draußen gekommen. Weiß man, ist da noch jemand drin? Nein. Nur noch die, die das Feuer legen. Na dann. Wenn man dem Feuer spielt, ja. Oh, scheiße. Ihr seid doch Eferdi. Tut was! Ruft Regen herbei oder so. Ja, wenn ich das nur könnte, ich kann nichts. Redijan, kannst du nicht irgendwie zaubern? Natürlich kann ich zaubern, aber ich kann auch kein Wasser herbeizaubern. Eferdaios hat immer noch den halb geleerten Eimer in der Hand. Du könntest mal anfangen und das Wasser irgendwo draufschütten. Ja, worauf? Das reicht nicht.
Besser als nix. Hier muss es doch mehr Eimer geben in dieser Stadt. Ein du Zwerg, weiterer, wo ist hier da die nächste ein weiterer Matrose kommt angelaufen. Auch er stolpert kurz vorher noch einmal und die Hälfte des Wassers wird ebenso auf der Straße landen, beziehungsweise ist vorher fällt er schon geschüttet. Und es ist einer von euren Matrosen, die ihr losgeschickt habt, hat wohl auch einen weiteren Eimer bekommen. Und er rennt kurz in dieses Haus rein. Nach 10 Sekunden kommt er wieder raus, der Eimer ist leer. Wie durch sieht der Verdagos aus? Wie durch? Etwas planlos sieht er aus. Der ist komplett, aus dem Leben. Er ist auch entrückt. Er ist komplett entrückt. Okay, ich nehme ihm den Eimer aus der Hand. Ich packe ihn an der Schulter. Ja, wasche. Ein Vorschlag. Vielleicht, wie weit sind wir jetzt vom Hafen weg, Frosty, ungefähr? Ja, misst es aus. Je nachdem. Also, nach Süden hast du 120 Meter, nach Norden hast du 90 Meter zur Mauer, aber du kannst an der Mauer eben nicht nach oben, müsstest dann eben am Hafen entlang, ne? Also nach Süden ist wohl das Sinnvollste. Das weißt du aber nicht, weil du keine Gassenwissenprobe gewürfelt hast. Du weißt nicht, was, wo, wie, gerade mit Wasser im Norden, im Süden, überall Mauern. Okay. Wir brauchen einen Brunnenwascher. Was? Ein Brunnen. Das Wasser hier ist das offene Meer ist zu weit weg, ist eh zugefroren. Ich meine, wir könnten mit den Männern versuchen, ein großes Stück Eis irgendwie hierhin zu tragen, damit es schmilzt und es einfach drauflegen. Geht das ein nicht? Ein weiterer Matrose kommt angelaufen, das ist mal ein anderer. Es wird schneller als Wasser. Okay. Jetzt erstmal Ruhe, Elfenleihaus, ich packe ihn an der Schulter. Du nimmst dir diesen Zwerg hier mit beiden Händen ganz fest, der ist Schalter und Brandstifter, und hältst ihn gut fest und stellst dich da hinten in die Ecke. Dann betest du ganz laut zu Elfer. Gut, ja, nimm, geh. Was macht ihr denn da mit Mokel? 10 Männer kommen angelaufen, sie haben immer noch Fackeln in der Hand. Ja, dem Erstbeste davon kriegt einen Schlag ins Gesicht. Du, geh in Wasser holen. Wir müssen die Stadt retten, Angrosch behütet uns. Ja, dann geh und hol Wasser, bevor die ganze Stadt abbrennt. Lauf! Überredprobe. Nicht überzeugen? Nee, überreden. Okay, Sekunde. Gesellschaft, überreden. Da, geschafft. Kurzfristige Aktion. Ja, eine Person rennt los und denjenigen, den du ihm geschlagen hast, mit einem blutigen Kinn rennt er nach Süden. Ich gehe zum nächsten, der kriegt auch einen, solange bis keine mehr da sind. Ich will nicht jeden einzelnen von euch zu Brei schlagen muss. Dieses Feuer wird gelöscht. Okay, jemand kommt auf dich zu, du hast irgendwie 2, 3 Typen geschlagen, die laufen dann auch los. Der dritte, den du angehen willst, der schlägt mit einer brennenden Fackel nach dir. Autsch. Schauen wir mal nach. Er trifft. Willst du parieren? Raufenparat, oder? Ja. Ja, genau. Nö, nicht geschafft. Okay, dann trifft er dich volles Pfund mit der brennenden Fackel, schlägt dir auf die Brust, du bekommst dann einmal nur 3 Schaden. Schaden oder Treffer? TP, Entschuldigung. Also nichts. Wahrscheinlich nichts. Was hast du denn für Kleidung an? Ein Kettenhemd, wattiertes Unterzeug, mein Wappenrock hatte ich bereits abgelegt, weil ich jetzt den neuen holen wollte, und eine Plattenschulter. Okay, dann fängst du nicht an zu brennen. Ja, du kannst ihn aber dann auch irgendwann niederschlagen, nachdem er dich mit der Fackel angegriffen hat. Wollen die anderen noch irgendwas tun, während Jalan jeden Einzelnen verprügelt und zum Wasser holen schickt? Ich möchte gern versuchen, Acceleratus zu machen und damit ganz schnell zur nächsten Wasserquelle zu rennen und dann immer hin und her zu rennen. Hin und her. Gut, Acceleratus einmal würfeln. Ja. Was macht Brindigir? Ich bin in der Gegend schon ein bisschen rumgelaufen. Habe ich da vielleicht gesehen, dass da bei dem Raya-Tempel, da scheint ja irgendwie so ein kleiner Teich drin zu sein. Hat man das von außen gesehen? Shippy, ich will neu würfeln. Shippy, du willst neu würfeln. Dann würfel nochmal neu. Geht doch, oder? Ja, kannst du. Einmal komplett neu. Das Haus der Raya, da kannst du sehen, dass es da einen kleinen zugefrorenen Teich gibt. Ja, toll, das wollte ich jetzt hören. Ja klar, wir haben 4 und Zahn. Überleg dir was, also kannst halt mit so einer kleinen Axt oder mit einem Stab irgendwas aufbrechen und dann große Eisstückchen oder sowas, also mir egal. Ja, das versuche ich tatsächlich mal. Ich gehe dann mal zu dem, zu dem Raya-Tempel, zu dem Teich und zünde dann meinen Stab, meine Fackel und ja, versuche mir so ein bisschen durchzuschmelzen. Ich hoffe, in der Hoffnung, dass da unten noch Wasser ist und das ganze Ding nicht ein riesiger Eisblock ist. Ist das Ding denn warm, dein Stab?
Also Lichtquelle wie eine Fackel? Das ist glaube ich, ganz normal das Feuer, oder? Ich glaube, genau, das ist nur Licht. Hast du Stabzauber-Fackel oder hast du Stabzauber... Was hast du für einen? Ja, Fackel. Also da bin ich jetzt überfragt. Das hatte ich mir neulich noch durchgelesen. Okay. Ich meine, es ist wie normales Feuer. Es ist trotzdem. Ich meine auch, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Okay, also dann ist dein Stab warm. Würde ich jetzt einfach mal so zulassen. Schauen wir sonst bis zum nächsten Mal nach. Aber du kannst dir auf alle Fälle dann so ein kleines Stück rausbrechen, was du dann tragen kannst. Dann kannst du mit so einem größeren Eisklumpen, den du angebrochen, angeschmolzen hast, dann in Richtung des Hauses rennen. Ideal wäre halt, wenn unter dem Wasser irgendwo noch unter dem Eis irgendwo noch flüssiges Wasser ist. Würdest du oder ist das Ding komplett angefroren? Würdest du auch bekommen von mir. Alles klar, dann komme ich erstmal mit so einem Eisblock zurück und irgendwann sage ich Wascher, die da hin und her rennt, dort drüben hinter der Hecke, da ist ein kleiner Teich. Alles klar! Ephedaios. Irgendwas, was du tun willst? Oder ganz normal auf profane Art und Weise? Ich halte diesen Zwergen fest und als ich dann sehe, dass Janan attackiert wird. Wo bleiben denn die Wachen? Ja, ich hätte gar keine Ordnung mehr in der Stadt. Okay, wir überspringen diese Szene einfach mal. Es dauert so um die 2-3 Stunden. Das Feuer greift auf andere Häuser. Nach und nach, wenn das Grundgerüst abgebrannt ist, schauen die Leute dann aber nur noch zu. Es werden keine weiteren Häuser aktiv angesteckt. Weitere Leute kommen dann aber später in der Nacht noch nach draußen gelaufen. Viele Eimerketten werden gebildet. Leider viel zu spät. Das, was ihr dann als Helden alleine anrichtet, ist Schadensbegrenzung auf sehr kleinem Niveau. Dadurch, dass ihr die anderen vielen Leute nicht überzeugen wolltet, sondern es alleine gemacht habt, sondern nur dann mit euren einzelnen Seemännern und so. Ja, ich hab getan, was ich konnte. Schauen wir mal nach. Rot. Token. So, da. Naja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Also, auf alle Fälle ist das komplette Kontor abgebrannt. Und hier die nächsten paar Häuser sind auch noch kaputt. So, die mache ich gleich mal weg. Meiner mal schön. Da überlege ich mir was. Auf alle Fälle wird das Kontor irgendwann neu gebaut werden müssen. Der nächste Tag, ihr seid rußig, Hunde kaputt. Ihr habt jetzt die letzten paar Tage auf See verbracht, in einer blutigen See, jetzt in einem Flammenmeer, in einer Flammenhölle versucht zu löschen mit viel zu wenig Wasser. Und es ist jetzt ungefähr 6 Uhr morgens. Was ist aus dem Zwerg geworden? Den Zwerg könnt ihr weiter unter Verschluss gehalten haben. Nach etwa, ja, ich sag mal, einer Stunde oder so kommt dann auch eine ordentliche Stadtwache, die ihn euch dann abnehmen, wenn ihr möchtet. Die einzelnen Brandstifter haben sich dann, wenn die Stadtwache kommt, auch verteilt. Da kann die Stadtwache dann noch so 4-5 Leute mitnehmen, aber naja, das waren mal 40. Die verteilen sich dann wieder in die verschiedenen Tavernen oder flüchten sich in irgendwelche Ecken. Auf alle Fälle. Ja, das war nicht so sehr. Der Händler Lilibnieka ist gestorben. Das habt ihr ja gesehen, wie er da runtergeholt ist. Und ihr steht jetzt kaputt in den Straßen von Valusa. Hundemüde, kaputt. Verdammt noch einmal. In Ordnung. Warum geht ihr nicht alle und legt euch hin? Ich werde die Ortskundige von der Priorskirche abfangen und sie für den Abend noch einmal zu uns bitten.